aufbauend auf den Erfahrungen der bisherigen Grand MA-Serien, beginnt mit der Grand MA 3 eine neue Ära der MA-Lichtsteuerung. So, einen wunderschönen guten Nachmittag hier bei uns im MA-Auditorium. Letzte Runde für uns heute bei der ProLight & Sound 2018. Schön, dass ihr alle nochmal da seid. Mein Name ist Daniel und ich würde euch gerne auf die erste Reise zur neuen Grand MA 3 Serie mitnehmen. Der Zeitplan ist relativ voll für die nächsten Minuten, deshalb würde ich gerne direkt anfangen. Wir haben in der Grand MA 3 Hardware neue Multitouch-Screens. Wir haben neue RGB-hinterleuchtete Fader. Diese Fader, und das ist wichtig, das brauchen wir gleich nochmal, sind auf allen Modellen motorisiert. Wir haben neue Dual-Encoder, das heißt einfach Encoder mit zwei Rädern, letztendlich um auf diesen fünf Encodern 10 verschiedene Funktionen im direkten Zugriff zu haben. Und last but not least die Buttons, das ist so ein bisschen mein Hardware-Lieblingsthema. Diese Buttons, wenn man vor der Konsole steht, und ihr dürft das gerne drüben am Stand, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, gleich mal ausprobieren, das ist einfach geil. Also diese neuen Buttons, die machen richtig Spaß, macht wirklich Laune, damit zu arbeiten. Zuallererst würde ich euch gerne mal die neue Grand MA 3 Range vorstellen. Insbesondere, wenn ihr mit MA schon zu tun hattet oder gerade Grand MA 2 erfahren seid, dann werden euch die Modelle Full Size und Light bekannt vorkommen. Die Full Size und die Light, hier am Beispiel der Full Size, haben beide dieses Monitoring, das ich an zwei Achsen einstellen kann. Je nach Sichtachse oder je nachdem, wo meine Sichtachse über das Pult liegen muss, kann ich hier halt die optimale Position für mein Monitoring finden. Stellen wir uns so ein enges Theaterstellwerk vor oder einen kleinen Regieraum im Fernsehstudio, da ist auch dieses Monitoring dann im Weg. Das heißt, ich muss wirklich direkt übers Pult drüber gucken. Dafür haben wir die beiden neuen CRV-Modelle. CRV steht dabei für Control Room Version und die haben dann einfach dieses Monitoring nicht. Und ich kann mir mit externen Bildschirmen behelfen, die ich dann links, rechts, über mir platziere, je nachdem, wo es halt gerade passt. Was haben wir noch? Wir haben eine Grand MA 3 Extension, das heißt unsere Fader-Erweiterung für die Pulte, auch inklusive dieser neuen Letterbox-Screens, wo wir diverse Informationen bekommen. Wir haben eine Grand MA 3 Replay Unit, das heißt die Konsole im 19 Zoll Format. Und wir haben die Konsolenrange nach unten ein bisschen erweitert, haben also zwei kleinere Pulte, einmal die Compact und die Compact XT. Von der Funktionsweise und der Software her machen diese Pulte genau das gleiche wie die Full Size und Light auch und sind natürlich im Gesamtsystem, wie ihr das von MA kennt, voll kompatibel. Schauen wir auf die rechte Seite. Auf der rechten Seite haben wir links oben unsere drei Processing Units. Einfach Geräte, die dann im Netzwerk DMX-Parameter hinzuaddieren. Die haben wir in drei verschiedenen Größen, ML und XL, einfach in Abhängigkeit davon, wie viele Parameter ich brauche. Wir haben die altbekannten 8-Port, 4-Port und 2-Port-Nodes, die auch in der On-PC-Variante, um der On-PC-Software dementsprechend DMX-Parameter freizuschalten. Und wir haben das altbekannte und auch beliebte On-PC-Command-Ring in der Grand MA 3-Serie. Und jetzt komme ich zu dem zurück, was ich am Anfang gesagt habe mit den motorisierten Fadern und erwarte so ein bisschen ein kleines, leichtes Grinsen auf euren Gesichtern. Auch dieses Grand MA 3 On-PC-Command-Ring hat motorisierte Fader. Also eine sehr, sehr große Aufwertung für dieses Produkt On-PC-Command-Ring. Ich möchte euch ein bisschen mit in die Systemarchitektur der Grand MA 3 nehmen. Wir sehen das hier am Beispiel der Full Size. Wir haben vier Reihen an Playbacks. Das heißt die untere Reihe mit Buttons, darüber die Reihe mit Buttons und Fadern und zwei Reihen mit Buttons und kleinen Drehencodern. Wir werden gleich in der On-PC-Software sehen, dass ich nebeneinander liegende Exekutoren zu einer Sequenz vereinigen kann oder auch unabhängig voneinander benutzen kann und dass ich somit sehr, sehr flexibel in dem Playback bin. Ich zeige euch das mal im On-PC. Hier haben wir auch die vier Reihen an Exekutoren. Und ich gehe einfach mal in das Menü eines Executors rein und zeige euch, wie flexibel ihr mit diesen neuen Playback-Möglichkeiten seid. Das heißt, im Moment besteht dieser Executor nur aus dem einen Button. Ich kann den aber nach rechts erweitern, ich kann den auch nach oben erweitern. Und ihr seht, dass ich mit einer einzelnen Sequenz jetzt so viele physikalische Aktionen im Zugriff habe, die ich mit Funktionen belegen kann. Ich habe nahezu unendliche Möglichkeiten. Ein kleines Highlight, was ich mir hier reinprogrammiert habe, seht ihr hier oben, Encoder Left und Encoder Right. Ihr könnt diese kleinen Drehencoder nach links oder rechts drehen und habt dafür zwei unterschiedliche Funktionen. Ich habe hier beispielsweise drehen nach links hier mal ein Fast Back und nach rechts drehen Fast Go programmiert.
Das heißt, ich kann in der Queue-Liste einfach durch links und rechts drehen, durch diese Queue-Liste durchspringen. Das ist eine schöne Sache. In Zukunft wird es dann auch noch mehr Funktionen geben. Das heißt, ich drücke auf eine Taste drauf, lasse die Taste los. Das sind zwei unterschiedliche Funktionen. Oder ich schiebe einen Fader hoch oder wieder runter. Das können auch zwei unterschiedliche Funktionen sein. Also sehr, sehr viele Möglichkeiten und Flexibilität, die ihr mit diesen neuen Playback-Funktionen bekommt. Ihr müsst wissen, die Grandma 3 Software wurde von der ersten Zeile Source Code an wirklich neu programmiert. Das heißt, keine Grandma 2 Fragmente, die irgendwie verbessert worden sind oder aufgemotzt. Wirklich von der ersten Zeile Source Code an neu programmiert. Das schlägt sich natürlich in vielen ganz, ganz neuen Funktionen und Features nieder. Es gibt aber auch viele Sachen, die euch als MA-User oder wenn ihr mit Grandma 2 oder Grandma 1 eventuell schon zu tun hattet, bekannt vorkommen dürfen. Das sehen wir beispielsweise in den Views. Ihr kennt als MA-User, kennt ihr alle ein Fixture-Sheet. Wir kennen alle verschiedene Pools mit Gruppen und Makros. Wir kennen auch verschiedene Presets mit Dimmer, Position, Gobo, Farbe. Das ist alles relativ bekannt. Was eine fundamentale Neuerung ist in der Software, dass wir den 3D mit in der Pult-Software integriert haben. Das heißt, wir können uns den 3D auf der Konsole öffnen oder auf dem On-PC, da wo wir ihn gerne hätten. Ich zeige euch das hier mal an dem 3D-Fenster. Das mache ich mir hier einfach mal auf und schiebe das oben rechts in die Ecke. Ihr seht, dass wenn ich neue Views hinzufüge, dass ich da am Anfang schon so einen Bereich festlegen kann, wie groß das sein soll. Das ist eine nette kleine Neuerung, die wir drin haben. Ich mache mir beispielsweise einen Fixture-Sheet auf. Ich brauche auf jeden Fall noch einen Groups-Pool und ich brauche meine Color-Presets. Soweit, so schön. Die fundamentale Syntax aus Grandma 2-Zeiten oder aus der Grandma 2 ist letztendlich ähnlich geblieben. Das heißt, euch kommen viele Dinge bekannt vor. Ich wähle Lampen aus und ich habe jetzt neu über den Encodern so kleine direkte Funktionen, die ich nutzen kann. Das heißt, ich kann meinen Lampen einen Dimmerwert geben und in dem Moment habt ihr auch gesehen, dass die Konsole jetzt hier kein Fake-Objekt irgendwie ist, sondern wirklich DMX ausgeben kann. Alles, was ihr seht, wird von der Konsole gesteuert. Ihr dürft übrigens gerne auch noch reinkommen, wir haben hier noch genug Platz zum Hinsetzen. Was ich jetzt mache, ist, ich drehe noch eine Farbe rein. Und da wir heute Freitag haben und ich firmenpolitisch korrekt bleiben will, nehme ich mal ein MA-Rot. Und dieses MA-Rot möchte ich gerne als Farbpreset speichern. Dazu kann ich jetzt die Store-Taste nehmen, brauche ich aber gar nicht. Ich kann einfach in ein leeres Preset-Feld reindrücken und mein Rot wird da als Color-Preset gespeichert. Ihr seid also durch solche kleinen Neuerungen, die in der Software sind, werdet ihr einfach unfassbar schnell auf dieser Konsole. Dazu kommt, wenn ich dieses Objekt jetzt weiter bearbeite, dass ihr rund um das Objekt jetzt ganz viele kleine Funktionen findet, die ihr nutzen könnt. Das heißt, ich kann das Ding jetzt direkt editieren, verschieben, kopieren. Ich kann es aber auch einfach beschriften. Und da kann ich jetzt die altmodische Variante nehmen. Ich tippe einfach einen Text ein, eben rot. Oder ich suche mir meine Farbe aus und male mir hier ein lustiges R in das Preset. Das ist sehr, sehr einfach. Das sind sogenannte Scribbles. Scribbles sind einfach, bietet uns einfach die Möglichkeit, solche Objekte sehr, sehr persönlich und kreativ, wir sind ja alle in der Lichtindustrie, also kreativ, solche Objekte eben zu beschriften. Scribbles im Zusammenhang mit Appearances, Appearances sind diese schwarzen Hintergründe bei den anderen Presets, die werden alle in Pools gespeichert und somit kann ich mein liebevoll gestaltetes R nachher auch für andere Objekte anwenden. Das geht also nicht verloren. Also eine Art und Weise, kreativ und persönlich seine Konsole zu gestalten letztendlich. Soweit so gut. Eine der ersten Sätze unserer Grandma 3 Entwickler war, in der Grandma 3 gibt es keine Effekte mehr. Haben wir gesagt, na gut, so ein Effekt ist eigentlich eine fundamentale Basis zum Programmieren von szenischer Lichtsteuerung. Da haben wir gesagt, wie machen wir das dann? Der Entwickler sagt, wir nutzen jetzt etwas Neues, was wir Phaser nennen. Sagen wir, okay, Phaser hört sich schön und gut an. Was heißt denn das für uns? Das heißt für uns, wenn wir uns zum Beispiel gerade mal zwei Effektprogrammierungen vorstellen, haben wir zwei Effektschritte. Und zwischen diesen beiden Effektschritten haben wir eine Modulation. Das ist es. Der Phaser bietet uns die Möglichkeit, nicht nur auf diese zwei Effektschritte beschränkt zu sein, sondern 3, 4, 5, 150 Effektschritte in einem Preset oder in einem Cue unterzubringen. Ich will euch das an einem kurzen Beispiel zeigen. Wir haben wieder unsere Lampen
Und diese Lampen wähle ich aus, die bekommen einen Dimmerwert. Und ich schätze, ich habe irgendwo Highlight aktiviert. Nee, habe ich nicht. Wunderbar. Und jetzt möchte ich einen Farbphaser letztendlich speichern mit mehreren Schritten. Das heißt, ich drehe hier wieder mein Rot rein. MA-Rot. Und ihr seht jetzt in meinem Fixture-Sheet oben so ein kleines Feld, was mir sagt, ich bin in Step Nummer 1. Jetzt wechsle ich in den zweiten Step. Da habe ich meinetwegen ein Grün. Und ihr seht, unsere Lampen wechseln zwischen Rot und Grün. Soweit, so gut. Ihr werdet euch sagen, na gut, das kann ich auf jedem Pult programmieren. Ihr habt recht. Ich füge einen dritten Step hinzu. Der ist in dem Fall jetzt blau. Speichere mir das als Farbpreset. Ich kann das Ganze hier löschen, wähle meine Lampen aus, die bekommen wieder einen Dimmerwert und ich rufe dieses Farbpreset auf. Und meine Lampen wechseln zwischen Rot, Grün und Blau. In dem Fall habe ich einen Effekt erstellt, der aus drei Schritten besteht. Das heißt, das wäre so schon mal in der Grandma 2 nicht möglich gewesen. Ihr werdet jetzt sagen, boah, ja gut, aber das hätte ich jetzt auch als Farbchaser programmieren können. Das ist ja relativ easy. Ihr habt wieder recht. Das, was jetzt aber dazu kommt, ist, dass so ein Chaser letztendlich alle Schritte in einer übergeordneten Geschwindigkeit ablaufen lässt. Das heißt, diese Schritte eines Chasers können nie so richtig individuell sein. Ein Chaser läuft einfach durch. Was bietet uns jetzt der Phaser? Ich kann in dem Phaser jeden einzelnen Schritt bearbeiten. Das heißt, ich kann in den Phaser reingehen und habe diverse Einstellungsmöglichkeiten, die ich pro Step, also pro Schritt anwenden kann. Ein ganz kurzes Beispiel. Ich nehme meinen Step 2 und setze die Transition, also den Übergang zu meinem Step 2, setze ich einfach mal ein bisschen runter. Auf 10 beispielsweise. Ihr seht es schon an den Lampen, ich zeige euch das aber auch nochmal Color Picker. Der Übergang zu meinem Schritt 2 ist jetzt viel, viel schneller. Mein Grün bleibt länger stehen als das Rot und Blau. Das heißt, ich habe meinen einzelnen Schritt 2 habe ich so bearbeitet, dass dieser Effekt jetzt schon so aussieht, wie ich ihn in der Grandma 2 hätte nicht programmieren können. Jedenfalls nur mit sehr, sehr viel Aufwand. In der Cue-Liste, mit individuellen Fade-Zeiten und so weiter. Das heißt, ihr seid mit diesem Phaser und den Möglichkeiten pro einzelnen Schritt, seid ihr quasi unbeschränkt in den Möglichkeiten, was ihr programmieren könnt. Wenn ihr euch das vorstellt mit vordefinierten Bewegungen, wie so ein Kreis, Pan, Tilt und so weiter, ihr könnt Presets benutzen für die einzelnen Steps, dann bietet euch das Möglichkeiten, ja, die bisher einfach nicht denkbar waren. Das Schöne an so einem Phaser ist jetzt, dass es keinen Unterschied macht, ob ich einen Cue speichere oder einen Preset mit einem Step oder mit 10 Steps. Völlig egal. Ich möchte euch das an einem kurzen Beispiel zeigen. Ich habe hier ein paar Sachen nacheinander programmiert. Das sind einfach Phaser mit mehreren Steps, mit einem Step, teilweise von der gleichen Cue-Liste, von der unterschiedlichen Cue-Liste. Normalerweise müssen wir uns immer Gedanken machen um Effektwerte und harte Werte, das heißt, wann müssen wir unseren Effekt ausschalten, was wollen wir in der nächsten Sequenz, im nächsten Cue, wollen wir da einen feststehenden Wert haben oder kommt da noch ein Effekt dazu? Da brauchen wir uns jetzt keine Gedanken mehr darum zu machen. Es ist kein Unterschied, rein technisch und von dem Playback her, von den Timings her, von Prioritäten her, ob mein Preset jetzt einen Step hat oder eben 150. Völlig egal. Soweit, so gut. Das zu der neuen Art und Weise, Effekte letztendlich zu programmieren, Phaser. Ich hoffe, das hat schon mal so ein bisschen Eindruck gemacht. Es geht aber noch einen Schritt weiter. Wir haben eine neue Ansicht, die wir Selection Window nennen. Ihr seht, das ist erstmal relativ schwarz, dieses Fenster. Ich wähle jetzt mal Lampen aus. Von 101 bis 108 ist von links nach rechts. Also eine eindimensionale Lampenauswahl. Jetzt habe ich in diesem Selection Window zusammen mit dem Grid Command habe ich die Möglichkeit, mir Fixtures in einem Grid abzulegen. Das heißt, das sieht da ungefähr so aus. Jetzt habe ich letztendlich meine Lampen genommen und die zweidimensional angeordnet, genauso wie sie in meiner Traverse hängen. Was habe ich dadurch für einen Vorteil? Ich vergebe den Lampen mal einen Dimmerwert, die Aktion kennen wir ja schon, und ich habe mir ein Farbpreset gespeichert. Das Farbpreset habe ich wieder die Farbe Rot genommen und habe einfach eine Delay-Zeit von 0 bis 3 Sekunden vergeben. Und das Preset wende ich jetzt mal auf dieses Grid an. Ihr seht, was dann passiert. Die Lampen werden von links nach rechts nacheinander rot. Und zwar spaltenweise aus dem Selection View. Was bedeutet das?
Ich kann in Selection View bzw. meinen Grid dazu nutzen, alle möglichen Effekte von links nach rechts einfach darüber zu legen. Stellt euch beispielsweise vor, ihr habt eine Backtrust mit 10 Lampen, in der Mitte hängen 7 und vorne hängen meinetwegen 5. Dann habt ihr eine asymmetrische Bestückung aller Traversen und wollt aber einfach nur von links nach rechts einen Dimmer-Sinus laufen lassen. Der soll synchron über euer Rig laufen. Unfassbar aufwendig. Wir müssen Dummy-Fixtures patchen, wir müssen individuelle Fade-Zeiten anwenden. Das ist mega aufwendig, dass über dieses eine Rig einfach ein Dimmer-Sinus von links nach rechts läuft. Mit diesem Grid in diesem Selection-Window überhaupt kein Problem. Ich platziere mir die Lampen genau da, wo sie hängen und wende meinen Dimmer-Sinus von links nach rechts einfach über dieses Grid an. Es ist immer synchron und läuft quasi über meinen Grid drüber. Das ist eine schöne Neuerung in der neuen Grandma 3. Wir stellen uns mal so ein bisschen eine ideale Lampenwelt vor. Eine ideale Lampenwelt, in der ich mir als Operator keine Gedanken mehr um Fixture-Typen machen muss. Ist mein Fixture-Typ kompatibel mit dem Pult, mit dem ich gerade arbeite? Habe ich alle Informationen in diesem Fixture-Typen, um die Lampe perfekt anzusteuern? Habe ich alle Informationen, um die Lampe 3D-mäßig zu visualisieren? Diese ganzen Probleme, die ich dabei habe, löst das GDTF. GDTF steht für General Device Type Format und ist im Prinzip ja so ein Datenpool, den MA, Vectorworks und Robe ins Leben gerufen haben, bei dem letztendlich Lampenhersteller ihre Daten von Lampen reinschmeißen können. Das fängt davon an, von der Geometrie der Lampe, wie groß ist das Ding, wie viele verschiedene Komponenten habe ich, bis hin natürlich zu den DMX-Funktionen, die so eine Lampe ausführen muss. Das heißt, der Lampenhersteller stellt uns alle möglichen Informationen zur Verfügung, um so eine Lampe perfekt anzusteuern. Die Pulthersteller können sich aus diesem Pool bedienen und können natürlich diese Daten für sich rausziehen, um eben in der Konsole diesen Fixture-Typ möglichst oder bestmöglich anzulegen. Ich zeige euch mal, wie dieses GDTF, denn das ist das Neue in der Grandma 3, wir benutzen nativ dieses GDTF, implementiert ist. Wir schauen mal in das Patch-Fixture-Typ und ich zeige euch das mal an diesem Robe-Fixture. Wir sehen, das basiert alles auf den Geometrien wirklich der Lampe. Das heißt, auf der Base, dem Yoke, dem Head. Wir stellen uns zum Beispiel hier dieses Alien-Pix-Monster vor, was 80 mal Pan, 30 mal Tilt auf verschiedensten Achsen mit was weiß ich wie vielen Einzelpixel macht. Da muss ich auf den Geometrien der Lampe muss ich beruhen, um diese DMX-Funktionen letztendlich auf diese Geometrien anwenden zu können. Und diese Informationen habe ich letztendlich alle in diesem Fixture-Typen vorhanden. Das heißt, ihr seht hier die DMX-Funktionen, die auf die Geometrien letztendlich angewendet werden. Das geht sogar so weit, dass ich verschiedene Software-Revisionen dieses Fixtures in einem Fixture-Typ mache. Das heißt, ein Software-Update von einer Lampe, und wir wissen alle, das kann mittlerweile alle 3 Wochen der Fall sein, dass da eine neue Software für so eine Lampe rauskommt, habe ich alle in einem Fixture-Typ. Einen Schritt weiter, und das finde ich den Knaller an der ganzen Geschichte, wir haben die verschiedenen DMX-Modi, alle in einem Fixture-Typ. Das heißt, ich patche dieses Ding und es ist völlig egal, in welchem Modus diese Lampe da oben läuft. Ich habe immer den richtigen Fixture-Typ. Geniale Geschichte. Ich zeige euch das einmal ganz kurz praktisch, wie das aussehen würde, wenn ich jetzt hier dieses Alien-Pix-Monster benutze. Da habe ich ein bisschen was programmiert quasi. Das tiltet jetzt in alle möglichen Richtungen und bewegt sich. Und ich will das Ganze im 3D sichtbar machen. Im 3D sieht das so aus, dass obwohl ich jetzt kein perfekt gerendertes Modell dieser Lampe habe, allein aufgrund der Informationen, die ich jetzt in dem Fixture-Typen habe, die Lampe trotzdem funktionsgetreu abbilden kann. Das ist ein Knaller. Also, damit habe ich im Prinzip alle Informationen beisammen, um von der Steuerung her bis über meine, CAD-Software, bis in meinen Visualisierer, alle Funktionen der Lampe genauso darzustellen, wie sie letztendlich aussehen. Schöne neue Sache, GDTF. Wir hoffen, dass da viele Hersteller auf diesen Zug mit aufspringen. Wir hatten eben schon so ein bisschen über Kreativität und individuelle Objektbeschriftung in der Konsole gesprochen. Wir sind bei MA, das mit der Kreativität geht noch einen Schritt weiter. Und zwar mit sogenannten Color Themes. Color Themes bedeuten für euch, ihr könnt eure Konsole komplett selbst einfärben. Das heißt, wenn ihr eure Konsole in Pink und Grün betreiben wollt, habt ihr vermutlich viele andere Probleme, aber ihr könnt das tun. Wir schauen einmal in diese Color Themes rein und haben da bestimmte Defaults. Das heißt einmal den Standard Default mit dem dezenten Grau, da bin ich so mehr der Freund von.
Wir haben aber auch ein sehr, sehr nützliches Default, das Daylight. Daylight heißt, ihr arbeitet in hellen Umgebungsbedingungen. Draußen, die Sonne prallt auf die Bildschirme. Und mit diesem Daylight-Default habt ihr halt alle Informationen aus den Screens etwas heller dargestellt, sodass ihr auch noch erkennt, was auf diesem Bildschirm passiert. Ihr seht aber auch anhand des Edit-Buttons rechts daneben, dass ihr euch alles Mögliche einfärben könnt in der Konsole. Und wenn euer Command-Line-Text rot sein soll, dann kann der rot sein. Ist euer Problem, aber es kann funktionieren. Kann das nichts. Was haben wir noch? Wir haben natürlich eine Web-Remote. Web-Remote kennen wir aus der Grandma 2, einfach über einen Browser die IP-Adresse des Pultes eingeben, dann wählen wir uns auf das Pult auf und können mit einem Tablet oder Smartphone unsere Konsole fernsteuern. Der Oberknaller an dieser Web-Remote bei der Grandma 3 ist jetzt, dass die Web-Remote im Prinzip eine zusätzliche Ansicht aus dem Pult ist. Das heißt letztendlich, alle Funktionen, die ich auf dem Pult nutzen kann, kann ich auch auf der Web-Remote nutzen. Das heißt, die Web-Remote ist in keinster Weise mehr eingeschränkt. Das ist eine sehr, sehr große Aufwertung für diese Web-Remote. Ein schönes Thema ist so ein bisschen mein Lieblingsthema in der Software. Klingt erstmal relativ trocken, heißt Data Pools. Was ist das? So ein Data Pool können wir uns vorstellen als quasi Showfile im Showfile. Ich habe das mal anhand von so einer Festival-Situation hier aufgezeigt. Wir kennen den Lichtoperator unseres Main Acts. Und der Lichtoperator unseres Main Acts hat vorprogrammiert und hat natürlich bei der Sequenz 1 angefangen, auf der Seite 1. Und er hat auch ein Color Preset Nummer 1. Jetzt kommt der Lichtmann unseres Support Acts vorbei und hat zu Hause auch fleißig vorprogrammiert, gibt uns unsere Show und wir sehen, ja natürlich, der hat auch bei Sequenz 1 angefangen und bei Page 1 und bei Color Preset 1. Was passiert normalerweise in solchen Changeover-Zeiten von einem Festival? Es werden Objekte genommen, verschoben, irgendwelche Seiten werden hin und her geschoben, exportiert, importiert, es werden neue Showfiles geladen und das möglichst in 5 Minuten. Das Ganze hat sich erledigt mit Data Pools. So ein Data Pool heißt, unser User vom Support Act, also unser Lichtoperator, kann letztendlich seinen eigenen Data Pool haben, also seine eigene Sequenz 1 und seinen eigenen Preset Pool 1 und seine eigene Page 1. Das heißt, er kann, jeder User hat im Prinzip die eigene oder hat im Prinzip die Chance, den eigenen Data Pool zu benutzen. Ein Showfile im Showfile. Das ist eine enorme Aufwertung für diese ganzen Multi-User-Umgebungen. Total cool, wie ich finde. Jetzt erwarte ich so ein bisschen, ich weiß, wir haben Freitagnachmittag, kurz vor dem Wochenende, aber ich erwarte so ein bisschen Reaktion wie leichtes Grinsen, also zwischen leichtem Grinsen und vielleicht vollkommener Ekstase. Wir haben eine Mac-Version für den On-PC. Gott sei Dank, endlich. Ein leichtes Raunen geht hier durch das Rund. Mac-Version für den On-PC zu Grandma 2 Zeiten schon immer gewünscht, da technisch nicht umgesetzt, jetzt verfügbar in der Grandma 3. Das Einzige, was diese Mac-Version für den On-PC nicht kann, ist im Standalone-System Parameter freischalten. Aber ansonsten als Backup-Gerät für Konsolen, Session-Teilnehmer zum Vorprogrammieren, Showfiles speichern und laden, ein ganz normales Mitglied in einem Grandma 3-System. Gott sei Dank. Wir wissen, dass wir, was die Softwareentwicklung der Grandma 3 angeht, jetzt so gerade am Anfang stehen. Wir sehen schon so ein paar coole neue Features, die da drin sind. Wir haben aber natürlich noch längst nicht den Softwarestand von der Grandma 2 erreicht. Das wird auch sicherlich noch etwas dauern. Und das Wichtigste für uns ist halt, dass die erste Version Grandma 3, die dann auf den Markt kommt, wirklich auch showsicher ist, damit ihr vernünftig damit arbeiten könnt. Um diesen Übergang bis dahin so ein bisschen zu erleichtern und ja, zu verschönern, haben wir für die Full Size und die Lite den Mode 2. Mode 2 heißt, ihr könnt die Grandma 2 Software nativ auf der Grandma 3 Hardware nutzen. Wir haben davon eine Station drüben stehen, da läuft auf der Grandma 3 Full Size läuft im Prinzip die Grandma 2 Software. Ich arbeite ja schon so ein paar Jahre mit der Grandma 2 Software und habe mich da vorgestellt und habe gesagt, boah, geil. Das macht richtig Spaß. Die Grandma 2 Software ist so ein bisschen frischer aufgeteilt. Ihr könnt die neue Hardware benutzen. Die 3er ist in dem Fall wirklich die bessere 2er dann geworden. Probier das gerne mal drüben auf dem Stand auf. Wir sind da unseren Entwicklern sehr, sehr dankbar, dass das so schön geworden ist, der Mode 2. Ganz zum Schluss möchte ich euch noch mit zwei kleinen Software-Highlights entlassen, sodass ich noch so ein kleines Lächeln auf eure Gesichter zaubern kann. Ihr werdet euch erst sagen, wenn ich euch das jetzt gleich zeige, ja, ging das nicht? Nee, das ging nicht. Folgendes, ich habe meine Showbuttons hier im Dach.
und also diese LED-Bars. Und ich habe denen einen Dimmerwert von 100% gegeben, mit einer Delay-Zeit von 0 bis 20 Sekunden. Das heißt, die werden von links nach rechts einfach innerhalb von 20 Sekunden hell. Das Ganze habe ich auf einen Fader gespeichert und dieser Fader hat die Temp-Funktion. Und rausgekommen ist dabei das. Ihr seht das, ich kann diesen berühmt-berüchtigten Catwalk-Fader programmieren. Das war bis jetzt nicht möglich, also so banal wie das klingt. Aber die Temp-Funktion hat bis jetzt einfach diese Delay-Zeiten nicht mitgenommen und deshalb konnte ich das nicht innerhalb von einem Fader programmieren. Das war ein Riesenaufwand. Also neue Temp-Funktionen mit Delay-Zeiten, um diesen Catwalk-Fader zu realisieren. Zweites Highlight, und das hat auch wirklich mit Highlight zu tun. Ich wähle Lampen aus und aktiviere Highlight. Ihr seht, die Lampen gehen an. Wunderbar. Jetzt habe ich in meiner Master-Sektion die Möglichkeit, einen Highlight-Master zu benutzen. Das heißt, ich kann über diesen Highlight-Wert drüber fahren. Was bringt mir das für Vorteile? In Live-Situationen, wenn ich Lampen suche mit der Highlight-Funktion, dann brauche ich nicht alle sofort wach zu machen mit 100% Dimmerwert, sondern kann einfach mit diesem Highlight-Fader hier ganz langsam meinen Highlight-Wert reinfahren. Das ist ein Knaller. Genauso gibt es diesen Master für die Solo-Funktion. Also Highlight und Solo-Master neu in der Grandma 3 Software. Wunderbar! Wir sind am Ende der ersten kleinen Reise in die neue Grandma 3 Welt. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich würde euch jetzt gerne einladen, drüben zu uns auf den Stand zu kommen, wenn ihr nicht schon da wart, die neue Hardware zu testen, Fragen zur Software zu stellen, die Kollegen und mich zu löchern, bis die Ohren bluten. Und ansonsten danke ich euch, dass ihr mir zugehört habt, hier in der letzten Runde auf der ProLight in Sound. Und wünsche euch einfach noch einen schönen Tag auf der Messe. Danke euch.